Hallo, guten Abend. Ich möchte die Technik, die ich Ihnen gezeigt habe, anhand des Chorals Vater Unser im Himmelreich aus der Orgelmesse auf einen anderen Choral anwenden und habe mich gefragt, welchen Choral ich da nehme und habe mich erinnert, dass die Mathematiker ja immer den Pi Day feiern, also den 14.03. 3,14. Und so können wir das ja auch mal machen. Also, wir haben heute den 24. April, den 24.04. Nehmen wir also den Choral Evangelisches Kirchengesangbuch 244. Und dann kommen wir auf den Choral Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Sie kennen sicher diesen Choral aus dem Orgelbüchlein, dieses wunderbare Arioso. Wir werden jetzt diesen Choral versuchen in Form einer Fuga Scholter, also eines Fugato, und hernach in Form einer Fuga Legata, eines Kanons auszuformulieren und dann einen Generalbassatz drumherum zu konstruieren. Die reichhaltige Ornamentation, der Bach nachgeht in der Orgelmesse bei unserer gedanklichen Vorlage, Vater unser im Himmelreich, werden wir heute in diesem Video nicht schaffen, aber vielleicht später einmal. Wir werden es also bei einem Gerüstsatz belassen. So, fangen wir also an. Ich schreibe jetzt Ihnen die Choralzeile einmal auf. Warten Sie mal. So. Also eine Weise im ersten Ton. Und lass die jetzt auch hier so stehen, damit wir einen Überblick erhalten. Jetzt gehen wir gleich an den Kanon. Entschuldigung, an die Fuge. Los geht's. Setzen wir mal meine Brille auf. Dann fangen wir an. Ich mache das jetzt mal so, dass ich vielleicht hier ein paar Zählstriche einsetze. Das würde ich Ihnen auch immer raten. In diesem Fall bleiben wir auch beim Dreivierteltakt, damit es nicht so eng wird, damit man also einen besseren Überblick erhält. Und hier beginnt also, würde ich sagen, der Sopran mit dem Choralzitat. So. Entschuldigung. So, das wäre also der Dux des Fugato. Und jetzt kennen wir ja die Regel. Aus Sekunden werden Terzen und aus Terzen werden Sekunden. Und wir haben hier am Anfang diese charakteristische fallende Terz. Und diese fallende Terz werden wir jetzt zu einer fallenden Sekunde, allerdings in der Oberquinte machen. Die Töne müssten also heißen, dass der Choral von der Quinte zur Terz fällt, in A-Moll, in der Oberquinte, E und C. Und wir nehmen jetzt stattdessen D und C. Ich würde hier vorschlagen, Entschuldigung, würde vorschlagen im Alt. So, das Ganze jetzt also im Alt notiert. Jetzt dürfen wir also keinen Fehler machen. Ich betone das so, weil das tatsächlich passieren kann, dass man also einfach die Choralmelodie im Komis verändert. Wie haben wir das hier gemacht? Pom pom dim pom da 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 dim pom 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 dim dom. Ich mache ja auch nochmal die Zählstriche rein. Es ist zwar ein bisschen mühsam, aber es lohnt sich. Oh, Entschuldigung. Pom pom ha. Pom pom.
So ist es, glaube ich, gut. Da, Tom, da. So, und jetzt fehlt noch die dritte Stimme wiederum, die Dux-Version in D-Moll. Können wir jetzt eigentlich vom Sopran abschreiben. Und die muss jetzt natürlich liegen im Bass. 1, 2, 3. Legen wir sie also hier im Bass. So. Und dann brauchen wir hier F, G, 1, 2, 3 Viertel. So, und da ist die Fuge praktisch schon zu Ende. So, bis hierhin. An dieser Stelle können wir jetzt schon anfangen, den Generalbassatz auszuformulieren, wie es Bach auch macht. Das war jetzt also hier der Cantus Firmus, den wir als Fugato angelegt haben. So, und jetzt beginnen wir mit dem Generalbassatz. Da würde ich sagen, wir beginnen hier sozusagen mit der Clausula Perfecta, also dominantisch, mit H, Ruggiero, zur ersten Stufe. Ich mache hier auch mal, beziffern tue ich das gleich, damit das sich abhebt in roter Schrift. Nehmen wir erstmal hier. Hier ist die Frage, wie wir dieses GF auffassen, ob wir in D-Moll bleiben, das also als Tenor-Klausel-Mixtur auffassen, oder tatsächlich das Ganze auf F raufziehen als Tenor-Klausel selbst. Entscheidend ist dieser Sechstakkord hier, der entweder eine Sekunde rauf oder eine Sekunde runtergehen kann. Und tja, eine Entscheidung. Gehen wir mal rauf nach C-Dur. So. Und dann haben wir hier eine Altizans in F-Dur. Und dann hier doch ein Terzfall von F nach D-Moll. Ja. Ich glaube, es ist eine, Entschuldigung, eine große, eine gute Lösung. Fangen wir von F-Dur an. Warten Sie mal, ich will hier mal die. Das ist mir zu unübersichtlich mit den Generalbassziffern. So. Und gestalten hier die Kadenz Ruggiero nach D. Und damit es hier nicht in die leere Oktave fällt, sozusagen, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, hier an dieser Stelle eine Okkulta, einen Trugschluss hereinzusetzen. Und jetzt gibt es meine Lieblingswendung sozusagen aus der Okkulta heraus, diese Plagalwendung hinauf nach D-Moll. Wie wir sie bei Bach im Kontrapunktus 5 in der Kunst der Fuge finden und bei Zweling als archaisierende Wendung, später bei Brahms. Wenn Sie über diese Wendung Näheres wissen wollen, über diese plagale Wendung mit dem Durchgang 5 zu 6, dann empfehle ich Ihnen meinen Text Anmerkungen zur Akquiescenz, den Sie auf meiner Seite finden. Anmerkungen zum Plagalschluss auf Deutsch. Gut, theoretisieren wir nicht weiter herum, machen wir weiter im Text. Im Notentext hier wäre jetzt an dieser Stelle über Durchgang eine phrygische Tenorizans nach A-Dur eigentlich angezeigt. Jetzt möchte ich doch einmal kurz die Bezifferung. Hier wäre ein Sechstakkord, Durchgang über einen Sekundakkord, Sechstakkord nach nichts, nach Sechstakkord, nach F-Dur. Und dann haben wir hier Ruggiero über 5-7 und Trugschluss. Dann dieser Plagalschluss über 6 hinauf nach D-Moll. Und wir haben hier über die phrygische Tenorizans in den
A-Dur-Grundakkord. Das muss jetzt nicht wahnsinnig genau beziffert sein, nur so ungefähr rate ich Ihnen das. Also schreiben Sie groß und beziffern Sie, dann glaube ich, wird das alles gut, soweit ich das beurteilen kann. Machen wir weiter hier. A-Dur hier als Altizans in D-Moll. Wir landen auf dem sechsten Akkord. So. Jetzt müsste ja eigentlich ein Cis stehen, ne? Dann hätten wir eine schöne Kadenz in D-Moll. Wir bleiben aber bei C, tun aber so, als sei es Cis. Das heißt, wir gehen hier also über den Quint, sechster Akkord, hinein nach, nicht nach A-Dur, sondern nach A-Moll. Und dann haben wir hier eine schöne oberquintransponierte Bassklausel und können hier die Bassklausel nach D wunderbar ausfüllen. Entschuldigen Sie, ich huste immer ab und zu. Das ist nicht Corona, sondern eine leichte Allergie, die mich im Moment ein bisschen quält. Okay. Das kann die Oberstimme tun. Austerzen. Das ist eine gute Sache. Nur jetzt landen wir hier leider auf so einem leeren DF-Klang. Wir könnten aber, wenn wir jetzt nach C-Dur weiter wollen, was ich naheliegend fände, von D-Moll nach C-Dur, ein Fronte-Segment hier über Tenorizans, brauchen wir ein H6 aufgelöst. So, wir haben also hier 5, hier 3 aufgelöst. Und hier bräuchten wir 6 aufgelöst. Das ist, beide Stimmen sind allerdings beschäftigt jetzt im Moment. Wir haben keine vierte Stimme. Was kann man tun? Einfach heteroleptisch hineinspringen. Das ist auch gut. Es gibt eine kleine Stimmkreuzung hier. Und wir würden uns jetzt auf dem C finden. Aber das machen wir nicht. Wir springen ab. Die Diskantklausel in die Terz. Jede Stimme ist, wie Zarlino sagen würde, wieder an ihrem Ort. Und wir sind hier also in C-Dur angekommen. Ja. Hier können wir jetzt wunderbar nach F-Dur und G-Dur, also die Kadenz in C-Dur, wirklich tatsächlich halten. Vielleicht über, vielleicht lassen wir die Austerzung hier. Dann haben wir hier einen sechster Akkord C-Dur. Und 6 zu 5 sogar. Eine kleine Kantizanz dann in die vierte Stufe F. Und die Stimmen liegen im Oktavabstand. Wie häufig bei Corelli auf der Antepen Ultima, auf der Subdominante, dieser Oktavabstand da ist. Das läuft hier wunderbar. Der Choral ist wirklich sehr gut geeignet. Und dann würden wir hier also auf dem sechsten Akkord landen, dieser kleinen lydischen Wendung H, das finde ich aber eigentlich sehr schön. Ich würde dort nicht B nehmen. Vorher hatten wir schon das H hier. Ich würde dort nicht B nehmen. Nein, nein, nein. Das lassen wir hier auf F-Dur. Und wir gehen hier im Fobodon-Satz rauf nach G-Dur. So wäre der Fobodon-Satz. F-Dur, Terz-Bass, G-Dur, Terz-Bass. Aber vielleicht können wir dieses H hier, damit es nicht zu nahe wird, eine Oktave tiefer nehmen. Oh, ging nicht. So. Eine Oktave tiefer hier. Müssten wir hier einen Oktavsprung, das würde den Bass auch ein bisschen in Bewegung setzen. Und jetzt gehen wir nicht rauf nach A, sondern der Fobodon-Satz erschöpft sich hier in der Ruggiero-Klausel nach C-Dur. So. So, und hier setzt jetzt an der Stelle der
Bass ein. Und es ist klar, es muss A-Dur, D-Moll sein. Der Bass, der Choral steht ja in D-Moll. Die Frage ist, was die Oberstimme hier macht. Cis-D, Leitton. Und hier Altklausel in den sechsten Akkord. Wenn Sie wollen, dominante Tonika, Terzbass. So. Cis. H-Cis. Durchgang. Müsste eigentlich G-A-H-Cis. Gut, ich weiß nicht, ob wir das A aus formalen Gründen brauchen. Wir lassen den Durchgang mal imaginativ. Müssen jetzt hier aber sehen, dass wir sauber notieren. Hals nach oben. Dann setzen wir hier A-Moll an. Von der Dur-Terz in die Moll-Terz. Und setzen hier uns selbst durch Pausen vergegenwärtigen den Bass auf der Dur-Terz an. Ich glaube, die Generalbassziffern doch nicht durchgehend in Rot geschrieben. Naja, aber es ist ja so auch genug Platz. So. Ja. Und dann können wir hier überbinden und das A einfach liegen lassen. Und landen hier in G-Moll auf der vierten Stufe von D-Moll und haben hier eine schöne Bassklausel oben in G-Moll. Und dann, wenn wir jetzt hier in Gegenbewegung laufen, dann hätten wir jetzt hier F-Dur. Ah ja, hier wittere ich etwas und zwar nehmen wir hier BH, kleine Verschärfung. Klingt ein bisschen wie ein Gegenschritt, ist aber glaube ich ganz reizvoll. Und damit das nicht so vom Himmel fällt, kann man vielleicht hier Gis A. Wir brauchen jetzt hier einen Halbschuss nach A Dur. Und den kriegen wir auch hier oben schön über dem Hochton B, E. Das ist eine phrygische oberquintranslinierte Bassklausel. Das ist wunderbar. Die können wir jetzt, vielleicht können wir hier noch kurz hinein korrigieren, dass die Lagen nicht so sehr auseinanderziehen. Ja, hier noch einen kleinen kleine Achtelhinleitung. Dann haben wir hier Latent 5-6 auf dem G und hier einen schönen, tatsächlich einen schönen Quartvorhalt. Das ist, den wir jetzt auflösen können in die Terz. A-Dur. So, und jetzt gehe ich einfach in den Anfang wieder hinein vom Bass. Pom, 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 pom. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. So. Und wir landen dann hier wiederum auf D-Moll. Denn jetzt setzt der Kanon an. Das war ja sozusagen unser Vorhaben, sowohl die Fuga Scholter als auch den Kanon hineinzunehmen. Und das machen wir auch. Und zwar setzen wir hier an auf dem Quint, sechster Akkord. Und dann würden wir hier mit der Sekundinitiale beginnen. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr hier. Ich muss jetzt hier doch die, immer das gleiche Problem, die Generalbassziffern hier kurz rausnehmen. So, und jetzt ist es erstmal wichtig, den Kanon zu skizzieren. So. Okay.
kurz die Melodie vergegenwärtigen. F, G, F, F, G, F. Ich habe den mal hier auskizziert, den kann ich abschreiben. F, G, F. FGF. Das ist die Frage, wo der Kanon ansetzen kann. Und wir haben hier also GF an der Stelle. Und jetzt wäre es eigentlich naheliegend, warten Sie mal, ich kann mal hier ein bisschen kleiner notieren. Es wäre es hier eigentlich naheliegend, CB zu nehmen. Dann hätten wir einen Kanon in der Unterquinte. So, einen schönen Kanon in der Unterquinte. Warum nicht? Jetzt müssen wir nur jetzt gucken, ob das auch hinkommt. Das ist das Problem. F, G, F und wir brauchen B, C, B. Gucken, ob es keine Quintenparallelen gibt. G, F, nein, ist in Gegenbewegung. So. Jetzt brauchen wir vom Cantus Firmus her diese Töne. D, F, G, A. Ja, ti, ta, ti. Das ist auch mit Durchgang möglich. Und das haben wir ja vorher auch so gemacht. Und das machen wir jetzt auch so. D, E, F, G. In der Unterquinte würde das heißen. In der Unterquinte würde es heißen. Genau, so würde es heißen. Wird weggeschnitten, das ist peinlich. Also, in der Unterquinte müsste es heißen, das kommt genau hin, das ist erfreulich. Wenn das jetzt nicht hinkäme, müssten wir entweder rhythmisch modifizieren oder uns was anderes ausdenken. Okay. So. Okay, und der nächste Ton wäre dann nach dem G ein A. Wir müssen also hier von dem G ins A. Und auch das ist erfreulich, das kommt nämlich genau hin, weil die kanonführende Stimme geht vom B ins C, sodass wir hier zusammen eine Terz haben. Und jetzt geht die kanonführende Stimme natürlich noch einen Schritt weiter, nämlich nach D. Und jetzt ist der Kanon beendet. So, wunderbar. Das scheint also ganz gut zu funktionieren. So, dann müssen wir jetzt sehen, dass wir den Generalbass darunter formulieren. An welcher Stelle fangen wir an? Hier unten, die rosa eingefärbt ist und natürlich wird die Oberstimme hier nach A gehen. Das ist klar. Hier ist sie auch noch nicht kanonführend. Wir können sogar hier noch einen kleinen Durchgang machen. Das ist ja hier aber auch nicht gerade besonders sauber geschrieben. Ach nee, das ist punktiert. Entschuldigung, sehen Sie, das ist live. Das ist wirklich tatsächlich so hinskizziert, ja. Okay, so ungefähr. Und so machen wir das hier oben auch. So. Wir wollen nach G-Moll. Das heißt, schön wäre jetzt eigentlich
Können wir hier in Gegenbewegung runtergehen? Dann landen wir hier auf dem gemeinsamen Ton, nämlich auf BB. Und dann hier auf A. Nur ist es eben nicht A-Dur, sondern es ist A als Tenorizanspenultima nach G. So. Dafür bräuchten wir aber vielleicht, ja, wir müssen mal gucken. Fis wäre gut, ne? Aber wir haben nur F. Aber wir könnten ja von Anfang an Fis nehmen. Ja, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Erstmal schauen, wie es weitergeht. Geh mal gucken, ob wir hier weiter abwärts führen können. Kleine Oktavkorrektur, F, E. Und hier sehen wir schon ein Problem. Wenn wir jetzt dieses E hier nehmen, was sehr schön ist, haben wir aber in der Oberstimme ein B. Egal, wie Sie das jetzt auffassen, als Dominantseptime nach F oder als dissonierende Quint eines Quintsextakkordes, wir können jetzt mit diesem B hier nicht einfach nach C gehen. Das ist ein Problem. Also müssen wir dieses B nach A führen. Das wäre jetzt ein kleiner Eingriff in den Cantus firmus. Wir hätten hier also dann A und der nächste Ton wäre C. Dann machen wir hier einen Durchgang nach C und dann läuft das. Aber das können wir jetzt so nicht stehen lassen. Das ist eine typische Situation. Die wäre jetzt natürlich hier im Dux des Kanons tatsächlich auch reparieren müssen. Und dann hätten wir hier E Fis. Und das ist eigentlich eine schöne Tenorizanz nach G. Schöne Ruggiero-Klausel nach G. Und so wäre das Problem dann gelöst. Die einzige Schwierigkeit, die es gibt hier, das zeichne ich mal grün ein, sind jetzt hier diese Quintenparallelen. F, E, F, F, E und B, A. Würde ich am liebsten unerkannt so stehen lassen. Da fällt mir jetzt auch keine Lösung ein, außer dass wir die Stimme korrigieren, die wir am ehesten entbehren können hier, nämlich oder verändern können. Das muss nämlich tatsächlich dann so sein. Dann nehmen wir hier C. Würde das was ändern? Nee, würde auch nichts ändern. Das B muss raus. Das B muss raus, also eine rhythmische Modifikation bringt hier nichts. Nehmen wir also an der Stelle das B raus und gehen auch, also CA, da wird ein Durchgang als Appetizer, also als kontrapunktischer Appetizer hier in die Landschaft gesetzt. Und dann kommt das B nicht, das ist keine gute Idee. Deswegen halbe D. Vielleicht ein Oktavsprung. Vielleicht ein Oktavsprung. So. Und dann bleibt der Bass in Bewegung. Und jetzt können wir hier nach F gehen. Wir können natürlich aber auch die Diskantklausel imperfizieren. Dann hätten wir hier einen Sekundakkord. So, und dieser Sekundakkord, das wäre ein Quintsextakkord. Und dann hätten wir hier wahrscheinlich einen Sekundakkord in dieser Orthographie. Der müsste jetzt nach B-Dur gehen, das tut er aber nicht. Er geht nach, so sieht das FC, sieht nach F-Dur aus. Das ist nicht überzeugend. Hier müssen wir also chromatisch korrigieren. Wir nehmen hier keinen Sekundakkord an, sondern G-A. Also an dieser Stelle hier, da machen wir hier mal eine kleine Nebenrechnung auf, sozusagen, damit Sie das sehen. Wir haben S im Bass und eigentlich müssten wir das als Sekundakkord sehen, der dann aber zwangsläufig wahrscheinlich irgendwie sich so auflöst. Das tut aber nichts, sondern das C bleibt liegen. Auch das würde gehen natürlich, das wäre eine phrygische Sekundakkordauflösungsvariante, aber wir haben hier 3 statt 2. Wir haben hier 3 statt 2. Wir haben hier in der Mitte kein F, sondern wir haben ein G. Wir haben G, A. Mal schauen.
Hier, da ist das G. Die haben wir GA. Das wäre also Beziffung 3, 4. Man kann sagen, es ist 3, 4. Man kann aber auch sagen, es ist eine frühgeschütte Neuzahnsbezifferung nach D-Dur. Und warum eigentlich nicht das so lösen? Dann haben wir also 3, 4. Entschuldigung. Wir haben 3, 4. Das G geht nach Fis. Dann müssten wir hier also eine chromatische Lizenz machen. Das ist etwas, was Bach auch allenthalben macht. Und dann können wir hier nämlich sauber nach G-Moll einkadenzieren. Das ist interessant. Allerdings hätten wir dann hier einen doppelten Leitton. Das ist nicht so gut. Und da würde ich dann vorschlagen, dass wir an dieser Stelle hier einen Durchgang machen und den sogar verschärfen mit 5, mit 7b im verminderten Septakkord. Das müssen wir jetzt natürlich hier auch tun. Das müssen wir hier auch tun, im Folgetakt, eine Quinte tiefer. Und das machen wir auch. So. Wir bleiben in G-Moll, das ist kein Problem. Und können jetzt hier an dieser Stelle wunderbar den Bass raufziehen in Gegenbewegung zu GG. Das wäre jetzt hier also eine leere Quinte. Der Bass wird immer weiter raufgehen. Ich notiere hier mal als Tenorschlüssel C, D, E, F. Läuft in Terzparallelen G und Entschuldigung. G und jetzt E und jetzt haben wir hier wieder das gleiche Problem. Es ist eigentlich 5, 6. Wenn das jetzt nach F ginge, dann hätten wir hier tatsächlich auch diese vermindert reinen Quinten. Und da habe ich von Bach also auch einen sehr schönen Trick gelernt, den ich an Sie gerne weitergebe. Nämlich, wir ziehen das Ganze nach C runter. Wir ziehen das Ganze nach C runter. C. So. Dann haben wir eine Art Quart-Sextakkord hier. Er klingt aber nur die Sechste. Die Quarte ist gar nicht da. Hier erklingt nur die Sechste. So. Latent-Quart-Sext. Und jetzt können wir dieses F verspätet reinbringen. Gehen dann über die Terrata wieder runter. Und landen dann in F-Dur. Und F-Dur hier ist dann die Dominante von B-Dur. Das nehmen wir dann auch hier rein. B. Das geht hier mal weg. Und jetzt müsste das A auch ins B gehen. Die Stimme ist jetzt im Moment frei, aber unser kleiner Satz ist hier auch zu Ende. Hier ist keine Klausel, wenn ich die hier imperfiziere. Dann haben wir. Können wir hier, haben wir 7 zu 6 und können hier diese Tirata imitieren. Das ist so eine, das ist diese Imitation hier. Schöne Imitation ist das, denn der nächste Akkord ist natürlich ein Sekundakkord. 2, 4 aufgelöst. Nach E, oder? Genau, und der Sekundakkord löst sich auf nach 6. Das können wir gleich ein bisschen vom Bass her noch ausornamentieren. So, 2 geht nach 6. Und jetzt brauchen wir nur noch eine Kadenz, eine befriedigende Kadenz, die jetzt relativ frei ist. 5, 6 auf B, C, Oktavsprung und Kadenz in F. Das ist jetzt also vom Kanon befreit sozusagen. Einfach nur, damit wir hier zu einem ganz guten Ende kommen. Der Quintsextakkord hat hier F weiterhin.
Hier schön dieser Quintsprung abwärts. Und dann haben wir hier mit einer Drehnote 4, 2, 3. Vielleicht können wir hier noch die Altklausel in die Oberstimme setzen und fertig ist es. So, das wäre jetzt also der Satz. Ich werde den noch ein bisschen verkleinern, nur mal so, um einen Überblick zu kriegen. Diesmal ist es sogar einigermaßen sauber geschrieben. Und der nächste Schritt wäre jetzt, das auszuprobieren, wie das am Instrument klingt. Bis gleich. So, dann wollen wir einmal schauen, wie das Ganze klingt. Ich spiele Ihnen zunächst einmal die Choralmelodie einstimmig. Vielleicht so auszusetzen. Vielleicht noch die zweite Zeile. Wie phrygisch auf der Quinte endet. Und wir dann entsprechend phrygisch abkadenzieren können. Ja, wir müssen jetzt eigentlich den gesamten Choral durchgehen. Das jetzt hier am Doppelstrich zu beenden, ist ein Cliffhanger, aber sonst dauert das Video 3 Stunden anstatt 2. Und ich möchte gerne in unsere Bearbeitung gehen. Sie sind sicher auch schon neugierig, wie das Ganze klingt. Das ist die Melodie. Und jetzt spiele ich Ihnen erst einmal die Disposition. Also ohne die. Warten Sie, ich muss kurz meinen Stift holen. Vergesse ich immer. Ohne die Gegenstimmen. Ich markiere Ihnen die Disposition vielleicht in einem smarten Türkis. Das wäre also hier der Dux. Und nun der Komis. So, und dann im Bass wieder der Dux. Und ab hier jetzt. Vielleicht in Grün. Ab hier jetzt der Kanon. Hier ist der Dux. Und hier an der Stelle setzt der Komis ein. Ich spiele Ihnen jetzt mal die beiden Kanonstimmen zwischen Sopran und Alt. Übermäßiger Schritt. Das sind die beiden Kanonstimmen. Jetzt den gesamten Satz mit der Generalbassstimme und den kontrapunktischen Füllstimmen. Thank you.
Ja, das ist die Bearbeitung. Und die verlangt natürlich, wenn wir also gerade dieses Beispiel von Bach aus dem Orgelbüchlein uns vergegenwärtigen nach Ornamentation. Das ist jetzt also ein sehr nackter Satz, aber als solches funktioniert es eigentlich doch ganz gut. Es ist ein bisschen schwer zu spielen, weil es doch von einem Orgelpedal ausgeht und ich hier ein paar Schwierigkeiten habe. Aber ich spiele den Satz gerne nochmal. Dazu drehe ich einmal das Pad hier, damit man das, damit ich das ohne Blättern sozusagen hinbekomme. Und hören wir uns das noch einmal an. Und hören Sie mal drauf, was man von der Fuge und auch vom Kanon, also von der Fuga Legata, tatsächlich mitbekommt. Ja, das war also ein Corelli-hafter Schluss. Und ich möchte Sie anregen, sich auf diesem Wege vielleicht den gesamten Choral zu bearbeiten und tatsächlich dann auch mit Ornamentationen zu arbeiten. Das ist ein richtiges Projekt, das wird etwas dauern. Es ist wie das Meißeln einer Skulptur und gut Ding möchte ja Weile haben. Und zur Ergänzung empfehle ich Ihnen wirklich dieses herrliche Arioso aus dem Orgelbüchlein. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Vielleicht, da das Video ja sowieso schon sehr lang ist, kann ich Ihnen das noch einmal kurz anspielen. Und zwar ist das hier im Orgelbüchlein drin. Wo? Da ist es. Wird wahrscheinlich auch nicht gut spielbar sein. Aber ich versuche es mal, damit Sie wissen, was ich meine. Sie werden es vielleicht erkennen auch durch die berühmte Bearbeitung von Dino Li Patti. Also die Busoni-Bearbeitung, die Dino Li Patti immer gerne gespielt hat. Thank you.
vielleicht bis hierhin. Es ist nur eine Andeutung, eine wunderschöne Bearbeitung Bachs als Arioso mit ausfiguriertem Generalbass in dem Orgelbüchlein. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.